mal. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Apfeltask. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr auch solche Desktop-Hintergrundbilder wie ich hinbekommt und das Ganze ganz einfach mit Pixelmator. Falls ihr interessiert seid, wie ich diese Tools auch hier auf meinem Desktop bekommen habe, müsst ihr einfach mal das Video anklicken, das ich hier gerade eingeblendet habe. Ansonsten steht das Ganze nochmal unten in der Beschreibung. Nun, als allererstes würde ich euch empfehlen, mal ein Desktop-Hintergrundbild überhaupt erstmal runterzuladen. Dafür würde ich euch empfehlen, Colorful Desktop Backgrounds einzugeben und dann ganz wichtig natürlich auch auf Bilder gehen. Und dann noch ein kleiner Tipp am Rande: Wenn ihr hier auf Suchoptionen geht und dann auf Größe, würde ich euch empfehlen, hier auf Groß einzustellen. So habt ihr dann noch wirklich eine passende Qualität. Nun, ich kann mich jetzt hier dafür ein tolles Hintergrundbild entscheiden. Ich nehme jetzt einfach mal das hier und dann nehme ich auch mal Bild ansehen, vergrößere das, ja, sieht ungefähr gut aus. Dann sichere ich das Ganze mal in den Downloads-Ordner. Nun, ich öffne jetzt mal die Datei mit Pixelmator. Und zwar einfach per Drag and Drop. Und ihr seht, es ist eigentlich ein relativ geiles Hintergrundbild. Ich kann mir schon ziemlich gut vorstellen, dass das dann auch ein tolles Hintergrundbild wird. Nun ja, ich kann jetzt hier da einfach mal bei den Effekten... ich frage mich gerade überhaupt, warum da... Ah, okay, geht schon. Nun, dann wähle ich erstmal den Gauss und dann steigere ich den ruhig mal auf 40-50 Pixel und dann drücke ich einfach auf OK. Jetzt seht ihr hier diese transparenten Ränder am Rand eben und das Ganze würde ich euch empfehlen zu skalieren, also mit CMD und F fürs Formatieren und dann hier da nicht drehen, hoppla, sondern das Ganze eben proportional vergrößern und dann das Ganze bestätigen und dann kommt diese Kachel-Dings. Und da geht ihr halt einfach auf Sterilisieren und hier da auf Pixeln. Nun, und dann könnte ich hier da ruhig mal etwas höher gehen. So. In etwa so, würde ich sagen. Vielleicht ein wenig kleiner. Und dann drückt ihr auf OK, speichert das Ganze ab. Ich speichere das Ganze jetzt einfach mal auf meinem Schreibtisch. Und dann sehen wir, was das Resultat wurde. Ach, ich habe es jetzt natürlich als PDF beziehungsweise Pixelmator-Dokument abgesichert. Ich exportiere das Ganze also noch als JPEG oder PNG-Datei auf meinem Desktop und dann legen wir das Ganze mal als Desktop-Hintergrundbild an und zwar hier mit Rechtsklick auf Dienste und Desktop-Hintergrundbild anwenden. Sieht das nicht geil aus? Und das Beste ist, ihr könnt das Ganze auch in 10 Minuten nachmachen. Nun, das soll es eigentlich von diesem kleinen Video gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen, ich hoffe, euch hat es geholfen und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.